Hallo zusammen, ich werde heute ein kleines How-To-Video machen zum Thema große Gabelrevision an der WPR-Gabel. Mit großer Gabelrevision meine ich, ich werde nicht nur die Gabelsimmerringe tauschen, wie das eigentlich so in den meisten How-To-Videos gezeigt wird. Wir werden zusätzlich die komplette Dämpfkartusche zerlegen, also sprich das Cartridge, und auch zusätzlich die Luftkartusche zerlegen. Darin die einzelnen Dichtungen tauschen, weil das Problem hier in der Gabel ist, die Luftkartusche ist undicht. Die verliert Luft in die äußere Kammer. Dementsprechend wird die Gabel halt extrem hart und arbeitet nicht mehr richtig. Ja. Und Simmerringe sind auch undicht. Ja. Ja. Anfangen werde ich jetzt gleich mit der Dämpfungsseite. Zeige da entsprechend, wie das komplett zerlegt wird, noch die Simmerringe getauscht werden und so weiter. Dann werde auch dann immer Schritt für Schritt auch ein bisschen was zur Gabel dann noch erklären, ja. So, zum Anfang werde ich euch jetzt erst mal kurz zeigen, was wir so alles brauchen, um den Service überhaupt zu machen. Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal ein vernünftiger Arbeitsplatz, sauber. Ein Schraubstock ist ganz wichtig, ohne den wird es auf jeden Fall schwierig. Dann brauchen wir natürlich halt so die Verbrauchsmaterialien, Dichtung, Simmerring, Gabelöl. Ein Messbecher ist ganz wichtig, um nachher das Öl abzumessen. Hier so eine Simmering-Eintreibe und so ein Schutz für den Simmering nachher auf den Gabelholm zu schieben, dass wir den da nicht beschädigen. Das werde ich nachher im Detail aber auch alles nochmal zeigen und erklären. Dann habe ich hier spezielles Fett für die Gabelsimmerringe. Hier so ein Schlüssel, um das Cartridge zu öffnen und um die Gabel oben zu öffnen. Und zu guter Letzt habe ich hier so eine Klemme, dass ich den Gabelholm vernünftig einspannen kann. Sage ich aber auch gleich noch was zu. Und natürlich was, um das alte Öl aufzufangen. Ja, hier so ein altes Öl. Ja, und dann kann man eigentlich auch anfangen. Also anfangen werden wir hier bei unserem Service mit der Dämpfungsseite der Gabel. Die Funktionsweise der R-Gabel ist ja, wir haben auf einer Seite in einem Gabelbein nur die Dämpfung, das oben einmal der Versteller für die Druckstufe, und auf der Unterseite unter dieser Kappe hier, kann man hier so einen Schraubenzieher entfernen, da ist noch eine Stelle. Sprich, diese Seite der Gabel ist einzig und allein dazu da, die Dämpfung der Gabel zu übernehmen. Ja? Dann haben wir in dem anderen Gabelbein, auf der Seite, wo die Bremse ist, da ist die Luftkartusche drin. Und diese Seite ersetzt quasi einzig und allein die Feder. Ja? Sprich, die Luftkartusche in der Gabel ersetzt die Feder in eurer Gabel. Ja? So viel ganz grob zum Wirkprinzip. So, ich werde jetzt anfangen, die Seite mit der Dämpfung zu zerlegen. So, also der erste Schritt ist eigentlich, wenn ihr so eine Gabel zerlegt, die Kappe oben öffnen. Dazu habe ich diese Klemme hier. Ich sage euch jetzt auch wieso, weil ihr dürft die Gabel niemals, ja, das ist ganz grob fahrlässig, einfach so in den Schraubstock einspannen, weil erstens mal vermackt ihr die, und auch selbst wenn ihr Schonbacken benutzt, die Gabel ist so dünn, dieses Alurohr, das könnt ihr verdrücken, und dann, sag ich mal, ist die perfekte Führung der Gabel nicht mehr gewährleistet, ja. Also sprich, das geht gar nicht, ja. Ich habe dazu diese Klemme hier, die hat exakt die Passung hier der Gabel und ersetzt quasi die Gabelbrücke, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten von euch sowas nicht haben. Müsst ihr euch auch nicht extra dafür kaufen, weil ihr könnt nämlich diesen Schritt auch noch machen, wenn die Gabel im Motorrad eingebaut ist. Sprich, ihr macht halt eben nur die obere Gabelbrücke los, lasst es unten fest. Und geht dann einfach mit dem Schlüssel hier, kommt jetzt hier auch zum ersten Mal in Einsatz, hier drauf, löst das hier. Die ist auch meistens gar nicht so fest angezogen, ist auch nicht notwendig. Und den Rest könnt ihr dann eh von Hand machen. Drehen wir die einfach hier oben auf. Da kommt schon unser Cartridge zum Vorschein. Wir lassen jetzt mal als erstes das Öl ab. Das ist hier in dem Fall sogar noch relativ sauber.
Der letzte Gabelservice ist dann noch nicht so lange her, aber der Simmering ist halt eben leider wieder undicht. Aber das Hauptproblem ist, warum der Service eigentlich gemacht wird, ist, dass die Luftkartusche undicht geworden ist und die Gabel hat deswegen nicht mehr richtig funktioniert. Man kann ja Gabelsimmeringe auch nochmal sauber machen, wobei ich eigentlich der Meinung bin, so richtig von Erfolg gekrönt ist das eigentlich meistens nicht, weil auch mit diesem Zieldoktor, ich denke mal, einige von euch kennen das wahrscheinlich, schiebt man den Dreck nur innen rein, macht die Buchsen dann auch kaputt oder sonst irgendwas. Deswegen kommt man meistens um Gabelservice nicht drum rum. Da wird jetzt noch eine Menge Öl rauskommen, was einfach irgendwo drin steht. Deswegen warte ich jetzt nicht, bis das alles rausgelaufen ist, sondern werde die Gabel jetzt gleich dann entsprechend zerlegen. So, der nächste Schritt ist jetzt das Rausnehmen von dem Cartridge aus der Gabel. Dazu spannen wir die Gabel jetzt hier unten mit der Gabelfaust im Schraubstock ein. Wichtig ist hier auf jeden Fall Schonbalken zu verwenden, damit ihr nicht eure Gabelfaust hier unten vermackt oder so. Das wollen wir nämlich nicht. Nehmen wir die gerade so, spannen die hier unten im Schraubstock ein und dann geht es hier weiter. So, der nächste Schritt ist jetzt, um das Cartridge zu entfernen, ist den Versteller hier unten von der Zugstufe rauszuschrauben. Der hält quasi das Cartridge in der Gabel auch gleichzeitig fest. Dazu brauchen wir hier einen Ratsch, 19er Nuss und dann kann man das eigentlich relativ einfach hier lösen. Schön lose, dann kann man das rausschrauben. So, wenn ihr jetzt den Versteller der Zugstufe hier rausgeschraubt habt, könnt ihr das Cartridge ganz einfach nach oben hier entnehmen. Kommt meistens noch ein bisschen Öl mit. So sieht das Ganze aus und dieses Teil übernimmt sozusagen die gesamte Dämpfung der Gabel. Man sieht es auch hier, wie das funktioniert. Ja, das werden wir gleich auch zerlegen. Aber als erstes werden wir jetzt die Simmerringe hier tauschen. Ja? Legen wir mal auf Seite. Ich lege mir hier auch immer ganz gerne Lappen oder so runter, einfach falls da nochmal Öl runterläuft oder so. Und dass der Kram nicht im Dreck liegt. So, der nächste Schritt ist jetzt das Entfernen der Staubkappe. Da habe ich hier einen relativ kleinen Schlitzschraubenzieher. Da gehe ich ganz vorsichtig hier dazwischen und tue den so ein bisschen lösen, dass wir den nicht beschädigen, weil den werde ich nochmal nehmen. Der ist noch nicht lange da drin. Der ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Kann man gerade ganz leicht, zack, jetzt geht er so raus. Nächster Schritt ist jetzt innen drin das Entfernen des Sicherungsrings. Das mache ich auch mit dem kleinen Schraubenzieher hier. Geht er gerade unten dazwischen. Zack, da ist er schon. Und ziehe den dann hier so raus. Und da haben wir ihn schon. So, jetzt ziehen wir so, den äußeren Holm runter. Da bleibt dann die Hülse und beziehungsweise die Führungsbuchse und der Simmering auf der Gabel hängen. Ja, wie gesagt, der nächste Schritt ist jetzt, den äußeren Gabelholm quasi runterzuziehen. Ja, das muss man einfach mit ein bisschen Schwung machen. Man kann die Gabel jetzt mit einem Heißluftföhn oder könnte sie hier ein bisschen warm machen. Dann geht das ein bisschen leichter. Das spare ich mir allerdings, weil sonst flämsen wir auch hier die Gabelfolie ein bisschen an. Deswegen einfach mit Schwung. Zack, da ist es schon. Nach oben rausziehen. So, wie ihr jetzt ganz gut sehen könnt, ist hier das Paket mit Simmering, Führungsbuchse und so weiter oben hängen geblieben. Das werden wir jetzt Stück für Stück hier entfernen. Das erste Mal hier die obere Führungsbuchse. Das geht ganz einfach, kann man mit dem Fingernagel ein bisschen dazwischen gehen und dann runternehmen. Wenn ihr das jetzt das erste Mal macht und euch nicht sicher seid, legt euch die Teile am besten in der Reihenfolge hin, dass ihr nachher wieder wisst, wie das zusammengebaut wird. Danach kommt die untere Führungsbuchse, diese Scheibe hier und der Simmering. So, und danach noch dieser Sicherungsring hier und die Staubkappe.
So, nachdem wir das jetzt zerlegt haben, werden wir jetzt erst diesen Teil der Gabel wieder montieren, einfach, dass ich hier wieder ein bisschen Platz kriege. Und dann machen wir mit dem Cartridge weiter. Ich habe die Teile jetzt alle soweit schon mal gereinigt. Ja. Tauschen werde ich jetzt nur die untere Buchse, Simmering und diese Scheibe. Die untere Buchse, die hat minimale Beschädigung gehabt. Das ist oft, wenn ein Simmering undicht wird, kommt meistens Dreck rein und die Buchse sitzt ja direkt hinter dem Simmering. Und dann ist es oft so, dass sie durch den Dreck oder Sand, was dazwischen kommt, beschädigt wird. Ja, meistens, der Dreck kommt meistens nicht bis an die obere Buchse. Ich sag mal, man kann natürlich immer pauschal hingehen und sagen, okay, ich mache einen Gabelservice, ich mache jetzt einfach alles neu. Ist meiner Meinung nach jetzt grundsätzlich nicht notwendig. Ja, man kann sich die Teile auch angucken. Das muss jeder auch irgendwo so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ja, es gibt natürlich Leute, die sagen, hier, macht es immer alles neu. Ich würde das jetzt nicht pauschal sagen. Ich werde auch die Staubkappe nochmal nehmen, weil die Gabel, wie gesagt, der letzte Service ist nicht so lange her. Und der ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Deswegen werden wir die nochmal nehmen. Ich werde jetzt Step by Step das wieder zusammenstecken und dabei auch noch ein bisschen was dazu sagen. Dazu werden wir jetzt erstmal wieder das Gabelbein in den Schraubstock einspannen. Das ist im Endeffekt genau die gleiche Reihenfolge wie eben, nur rückwärts. Jetzt kommt unser Simmering schon in den Einsatz. Das ist so ein Plastikteil. Würde ich auch benutzen, weil wenn ihr nachher den Simmering hier oben drüber schiebt, hier ist eine ziemlich scharfe Kante. Und es kann halt einfach passieren, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass ihr den Simmering an der scharfen Kante beschädigt. Deswegen habe ich so ein Teil. Das gibt es für ungefähr, ich sag mal, 10 Euro eigentlich in jedem vernünftigen Shop zu kaufen. Dann muss als erstes die Staubkappe wieder drüber. Ich habe hier so ein spezielles Gabelsimmering-Fett. Hier jetzt von Kayaba. Das war einfach günstiger gewesen als von WP. Ja, das ist ein spezielles Fett, das ist ein bisschen wasserabweisend und so weiter. Sorgt halt für ein geringes Losbrechmoment. Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, sowas zu benutzen. Da tun wir einfach die Staubkappe und den Simmering nachher ein bisschen einfetten. Muss man jetzt nicht übertreiben. Aber ein bisschen was machen wir da auf jeden Fall dran. Und dann schieben wir das einfach Stück für Stück wieder oben drüber. Danach kommt der Sicherungsring wieder drauf. Wie gesagt, in der gleichen Reihenfolge, wie wir das montiert haben. Jetzt kommt der Simmering, den fetten wir auch wieder ein bisschen ein. Ich will übrigens kurz noch was zu den Teilen sagen, die ich hier verwende. Das ist jetzt alles Original-WP-Material. Das kriegt ihr entweder original bei KTM oder bei einem autorisierten WP-Händler. Ich habe das jetzt in dem Fall bei Extra Cross im Online-Shop bestellt. Die haben eigentlich alles an WP-Ersatzteilen so da. Dazu sage ich auch gleich nochmal was. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, was mir da aufgefallen ist, wie ich diese Teile bestellt habe. Die Teile habe ich natürlich vorher schon besorgt. Ja. So, jetzt kommt hier diese Sicherungsscheibe. Jetzt kann man das Ding hier abnehmen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt kommt die Führungsbuchse, die untere. Und jetzt kommt die obere Führungsbuchse. So, der nächste Schritt ist jetzt wieder den äußeren Gabelhorn zu montieren. Da kommt auch gleich das nächste Werkzeug zum Einsatz. Den stecken wir jetzt erstmal wieder hier oben drüber. Und dann brauchen wir unseren Simmering-Eintreiber. Dieses Teil hier gibt es auch von diversen Herstellern. Ich habe jetzt hier einen von Motion Pro, weil ich finde den von der Handhabung her eigentlich ganz gut. Den setze ich jetzt hier unten drüber, dann treiben wir erst die Führungsbuchse ein und dann den Simmering. Das ist jetzt hier nochmal aus einer anderen Perspektive. Das ist der Sicherungsring, dann kommt hier der Eintreiber oben drüber, dann kann man gerade zeigen. Jetzt sitzt die Führungsbuchse drin, dann setze ich das nochmal um, schiebe den Simmering hoch, den Simmering-Eintreiber drüber. So, und jetzt gibt es so ein metallisches Geräusch, das ist dann meistens ein Zeichen dafür, der Simmering sitzt fest drin. Jetzt müssen wir den Sicherungsring wieder einsetzen. Und schieben auch gerade, das geht meistens eigentlich relativ gut von Hand. Vorsichtig, Schraubenzieher drunter, dann gibt es auch meistens so ein Geräusch, dass der da wieder richtig eingerastet ist. Ich weiß nicht,
ob man das jetzt auf dem Video hört, aber man fühlt das eigentlich nochmal genau kontrollieren, alles klar, passt. Staubkappe wieder drüber. Kann man hier nochmal das überschüssige Fett abwischen. Damit ist schon der Simmerring zumindest schon mal getauscht. Für die, die nur den Simmerring tauschen wollen. Damit wäre jetzt schon der erste Schritt von der Gabelrevision geschafft. Ja. Für die Leute, die jetzt am Cartridge nichts machen wollen, könnten jetzt das Cartridge wieder einsetzen, Öl auffüllen, damit wäre das fertig. Das, was ich jetzt hier gezeigt habe, funktioniert auf der Luftseite exakt genauso. Dementsprechend werde ich jetzt nachher das nicht alles nochmal für euch wiederholen im Video, weil die Herangehensweise und die Schritte gleich sind. Ja? Ich will jetzt noch eine Sache hier sagen, was extrem wichtig ist. Ja? Ihr solltet niemals versuchen, den Simmerring mit einem Splinttreiber, Schraubenzieher oder sonst irgendwas da reinzuhauen, weil ihr werdet wahrscheinlich garantiert den Gabelholm irgendwie beschädigen oder sonst irgendwie und es funktioniert auch einfach nicht vernünftig. Also wer schon einen Gabelservice selbst machen möchte, sollte auch gucken, dass er das vernünftige Werkzeug dafür hat, weil sonst wird das wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt sein und ihr eventuell irgendwelche Schäden anrichten, die euch im Endeffekt wesentlich mehr Geld kosten, wie das, was ihr gespart habt, dadurch, dass ihr das selbst macht. Ja. Zusätzlich wollte ich noch erwähnen, ihr solltet immer mal gerade hier den Gabelholm auf Beschädigungen prüfen. Nicht, dass da irgendwelche scharfen Kanten sind, die euren Simmerring wieder beschädigen. Das ist auch wichtig, ja. So, jetzt machen wir weiter und zerlegen das Cartridge, was ja eigentlich, sag ich mal, das Besondere jetzt hier an meinem Autovideo ist. Jetzt kommen wir zum Zerlegen des Cartridges. Habe ich ja eben schon gesagt, der Teil, der für die Dämpfung eurer Gabel zuständig ist. Dazu werde ich das jetzt auf dieser Fläche hier vorsichtig im Schraubstock einspannen. Ich habe hier nochmal extra so Gummischonbacken. Geht auch mit Alubacken. Man muss halt relativ vorsichtig sein, einfach um die Gabel da nicht zu beschädigen. Und dann werden wir den inneren Teil hier rausdrehen. So, jetzt werden wir hier die Druckstufendämpfung, quasi den inneren Teil hier von dem Cartridge herausdrehen. Da habe ich hier so einen speziellen Schlüssel, der ist jetzt original von KDM. Das ist jetzt ein Kombi-Werkzeug, habt ihr eben schon gesehen. Da habe ich ja auch hier oben das Cartridge aus dem Gabelholm gelöst. Ja. Gibt es auch von diversen anderen Herstellern. Da muss man im Internet einfach mal gucken, was da so gibt oder was ihr da so findet. Den setzt man einfach hier oben so drauf und dann kann man das, es geht meistens gar nicht so schwer, hier vorsichtig lösen. Wo das gelöst ist, man hat ja diesen kleinen Plop gehört, ziehen wir das vorsichtig nach oben raus. Da musst du ein bisschen aufpassen. Ja. Zack. Und jetzt haben wir hier die komplette Druckstufendämpfung in der Hand. Ist ein bisschen ölig. Das legen wir jetzt mal hier drüben ab. Jetzt lassen wir das Öl aus dem Cartridge ab. Das ist eigentlich keine große Sache. Dazu halten wir das hier kopfüber. Wir lassen das hier rauslaufen. Und dann ruhig mal hier so ein bisschen pumpen. Dass das hier rausgelaufen kommt. So, ich werde jetzt das einen kleinen Moment noch stehen lassen, dass da überschüssiges Öl noch rausläuft. Ich halte jetzt hier die Druckstufendämpfung von der Gabel in der Hand. Da werde ich jetzt noch ein paar Dichtungen dran tauschen und hier diese Führung. Und dann werde ich dazu auch noch mal ein, zwei Sachen gerade erklären, wenn wir dabei sind. So, dazu werde ich jetzt erstmal hier vorne den Kolben entfernen. Da habe ich auch wieder hier meinen Schlüssel. Ziehe den hier ein bisschen zurück. Gehe hier rein und öffne das. Zack, das ist schon lose. Das geht mir jetzt persönlich schon fast ein bisschen zu einfach. Das ist nämlich normal mit Loctite eingesetzt.
und drehe das hier runter. So. Ist ja auch so ein bisschen das Herzstück von der Gabel, sag ich mal. Jetzt ist einmal hier dieses Teil. So, und hier seht ihr auch, das ist ja der Versteller von der Druckstufe. Hat jeder schon mal bestimmt herumgedreht. Da seht ihr hier vorne diese Nadel. Und die regelt nochmal den Durchfluss des Öls hier drin, sozusagen. Und hier ist auch dieses berühmte Schimmpaket drin, wovon jeder schon mal gehört hat, sag ich mal. Das ist ja auch das, was die Fahrwerkstuner im Endeffekt dann irgendwie optimieren auf, sag ich mal, die entsprechenden Streckenverhältnisse, fahrisches Können, wie auch immer, ja. Da hat jeder, denke ich mal, so seine eigenen Erfahrungswerte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe zwar die Funktion, wie es funktioniert, habe aber selbst dann auch nie wirklich mit rumprobiert, einfach. Ja, es hat verschiedene Gründe, weil mir da die Zeit zu fehlt und wie auch immer, ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier noch, ja, halt hier diese Führung tauschen, die Dichtung und so weiter und so fort. Da innen drin sitzt auch noch ein O-Ring, das habe ich alles neu hier liegen. Machen den Kram noch ein bisschen sauber und ja, dann setzen wir das alles wieder zusammen. So, jetzt haben wir das hier alles schön sauber gemacht, neue Dichtung und Führung eingesetzt. Der nächste Schritt ist jetzt, das Cartridge wieder zusammenzusetzen. Das läuft folgendermaßen ab, also den Kolben haben wir jetzt nicht ausgebaut. Hier drin befindet sich ja noch das Schimmpaket für die Zugstufe. Im Prinzip auch wieder die gleiche Reihenfolge rückwärts. Wir spannen das hier wieder ein. So, der nächste Schritt ist jetzt das Befüllen des Cartridges mit Öl. Da habe ich hier ein ganz normales Gabelöl von Liqui Moly, 5W. Und mein Messbecher, da kommen 380 Milliliter rein. Die Angabe dazu findet ihr in eurer Bedienungsanleitung. Steht bei technischen Daten, Gabel, steht genau die entsprechenden Füllmengen, die ihr braucht. So, das füllen wir jetzt hier oben rein. Wichtig ist jetzt, dass wir mal pumpen, dass wir die Luft aus der Gabel kriegen.
Ganze machen wir 2-3 Mal. So. Und setzen dann die Druckstufeneinheit oben wieder ein. Setzen wir das hier wieder ein. Im Prinzip gleicher Weg rückwärts, wie wir das auch vorher montiert haben. Hackflitsch haben wir jetzt wieder fertig zusammengesetzt. Ja. Gegebenenfalls solltet ihr aus Versehen an den Versteller oder so gekommen sein, müsstet ihr wieder die richtige Position stellen. Am besten guckt ihr vorher, wie die Klicks stehen oder gegebenenfalls im Handbuch halt die Standardeinstellung. Ich weiß nicht, ob ihr da gegebenenfalls schon irgendwas angepasst habt oder so. So, ja. Die Montage ist jetzt eigentlich relativ unkompliziert, würde ich sagen. Läuft auch wieder genauso ab, wie wir das demontiert haben. Nehmen hier das Gabelbein wieder hier rein. Tun Cartridge hier rein. Und dann den O-Ring tauschen wir noch. Schrauben das Ganze wieder hier unten zusammen. So, der nächste Schritt, beziehungsweise was auch fast der letzte Schritt ist, ist das noch das Befüllen mit Gabelöl. Handbuch schreibt davor 200 Milliliter. Da kann man mit dem Luftpolster ein bisschen variieren, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Öl. Ich nehme die original vorgeschriebenen 200 Milliliter. Ich stehe wieder in meinen Messbecher rein. Fülle das Ganze hier oben rein. Das hier wieder zusammen. Nehmen wir hier meinen Klemmbacken und ziehe das Ganze oben an. Kontrolliere das hier in der Mitte auch nochmal von eben. Einwandfrei. Und somit ist die Seite mit dem Cartridge abgeschlossen. Komplett Öl getauscht, äußere Kammer, innere Kammer, Buchsen, Simmerringe. Ja, und dann kann es wieder losgehen. Das gleiche Spielchen werden wir jetzt auf der anderen Seite auch noch machen. Da werde ich jetzt aber nicht nochmal zeigen, wie man die Simmering die Buchsen tauscht, weil das funktioniert 1:1 gleich. Auch das Zerlegen, da wird auch wieder unten die Schraube entfernt und dann kann man das, die Luftkartusche rausnehmen. Aber zur Luftkartusche selbst, wie wir daran arbeiten, zeige ich dann gleich nochmal was.